Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. So, wir sind im schönen Dresden, hier haben wir Busse, hier haben wir einen Bahnhof und den falschen Zug. Beziehungsweise die falsche Lokomotive, das möchte ich noch ändern. Ich weiß, dass demnächst weitere Elektroloks kommen und dann werden wir hier dieses Krokodil, was nicht ein Krokodil ist, aber ein bisschen so aussieht, entsprechend wieder ändern. Weil eben die anderen Elektroloks, die hatten halt keine Textur. So, der ist eigentlich cool, der Zug, aber eben, ja, irgendwie passt die Lokomotive nicht. Ich weiß jetzt nicht, was in den Kommentaren stehen wird, weil die Folge noch nicht online ist. Aber ich glaube, wir sind da eh alle der gleichen Meinung. Nämlich, dass diese Lokomotive eher für den Güterverkehr geeignet ist. Müssen wir jetzt aber ein Momentchen Geduld haben. So, was wir jetzt machen, das ist etwas, was in den Kommentaren stand, nämlich... ich soll doch die Straßen jetzt schon mal ein bisschen verbreitern, weil jetzt können wir das noch, später geht das nicht mehr, wenn da hohe Häuser stehen. Und da habt ihr absolut recht. Und das werden wir jetzt mal in den Metropolen kurz angehen. Ich bräuchte eine Straße. Ja, ich würde mal sagen, irgendwie 4 Spuren wäre nicht schlecht. Haben wir das hier irgendwo? Jetzt haben wir hier die ganzen Parkplätze. Moment. Was ist das denn? Warnungsstelle sicher, dass Oberböse, ach ja genau, ans Straßennetz angeschlossen ist. Stimmt, da haben wir ja den Bahnhof hingestellt, aber noch keine Straße gemacht, weil der Bahnhof ja noch nicht in dem Sinne funktioniert, beziehungsweise angeschlossen ist da. Große Straße, 4-spurig. Okay, machen wir. Zack, jetzt mal gucken. Wir machen das überall da, wo es geht, ohne dass wir was zerdeppern. Also sprich, wenn wir Häuser demolieren müssen, machen wir das nicht. Oh, hier geht's auch nicht, okay. Hier auch nicht, dann hätte ich mir das eigentlich schenken können. Naja, gut, dann haben wir es da ein bisschen breiter, ist ja auch schön. So, gehen wir mal hier lang. Hier geht's nicht, hier geht's. Ich weiß nicht, wo es überall geht. Oh, hier geht's tatsächlich. Ja, dann gehen wir einfach mal hier durch, da wo es Sinn macht. Nämlich hier. Hier kommen wir raus, ohne dass was kaputt geht. So, einmal breite Straße für Dresden. Sehr gut, passt. Machen wir gleich da mal auch noch lang. Hier lassen wir es mal. Ne, hier machen wir es auch. Ne, da ist die Steigung zu groß. Hier machen wir es nicht. Gut, dann eben nicht. Geht ja überall nicht. In Ordnung. Wo haben wir noch eine Metropole? Berlin. Ganz klar. Bahnhofstraße. Das wäre noch schick. Das würde sogar gehen. Schaut euch das mal an. Okay, machen wir gleich. Bevor irgendjemand was hinstellt und dann geht es wieder nicht mehr. Ja, ist ja gediegen. Ah, da geht's nicht. Okay, da müssen wir hier quer rüber. Ja, gefällt mir, da geht's nicht, ganz klar. Da hätten wir wieder die halbe Stadt demolieren müssen. Es geht ja nicht nur darum, dass dann die Häuser weg wären. Es geht primär darum, dass wir das nicht bezahlen können, wenn wir hier noch die halbe Stadt demolieren. Ja, okay, sehr gut. Breit ist es. Passt. Metropolen gucken. Ja, genau, da hinten. Heisenberg City, wo war das? Das ist in die Richtung, aber böse ist in dem Sinn keine Metropole, beziehungsweise es wird schon irgendwie eine werden. Aber eine kleine, ich möchte sie eben klein halten. Da gibt es eh noch was dazu. Da kam noch der Kommentar, sperrt die doch sozusagen ein, indem der halt einfach so einen unsichtbaren Dingens ziehst. Also installiert habe ich das Teil, dass im Prinzip einmal eine Kollision erzeugt wird und die KI dann eben nicht rausbauen kann. Aber ich weiß auch nicht, hier die Oberbösianer einsperren? Nee, das tun wir ihnen nicht an. Die Idee war nicht schlecht, aber ich würde sagen, wir lassen die einfach mal bauen. Aber wir werden sie halt nicht wirklich unterstützen, dahingehend, dass sie keine großen Güter bekommen. Weil sonst wird das hier halt auch explodieren. Und hier beim Bahnhof, ja, da gucken wir dann mit der Straße nachher. Ich möchte jetzt erst in Heisenberg City noch die Straße verbreitern. Warum ich das jetzt erzählt habe von Oberböser, ganz einfach, weil wir da halt... wie gesagt, keine solchen Straßen machen. Das würde irgendwie nicht zur Stadt passen, würde ich sagen. Hier geht's überall. Das ist schon mal sehr nett. Das funktioniert dann nicht, aber in die Richtung. Warum das nicht geht, keine Ahnung. Egal. Hier geht's wieder nicht. Schon interessant. Teilweise in die eine Richtung problemlos, in die andere geht's dann gar nicht. Das würde wieder klappen. Wo wollen wir denn hin? Hier oben raus, würde ich sagen. In die Richtung oder in die andere? Ja, da müssen wir in die andere. So, und hier wieder raus. Jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich doch noch ein Gebäude gekappt. 300.000, aua. Okay. Ja, auch schön. Sieht auch gleich ein bisschen metropoliger aus, das Ganze. Das passt doch perfekt. Gut, was ich eben auch noch machen wollte, genau. Wir müssen wieder zurück nach hier oben.
wo die LKWs rumdüsen. Wir müssen da die LKWs verstärken und je nachdem hier auch die Züge noch, weil hier stapeln sich die Lebensmittel, das sieht man. Bei allen drei Linien, okay, das heißt, wir machen das folgendermaßen. Ich bräuchte hier mal, zack, die hier. Und dann brauche ich Lebensmittel Berlin, Klein Lüdorf und Röderhof. Okay, dann kann ich das schließen. Und dann machen wir hier einfach den Fahrzeugersatz neu. Wir müssen aber auch noch zusätzliche Fahrzeuge mit auf die Strecke nehmen. Sonst bringt das dann auch nicht viel. Okay, hier haben wir es. Ich mache jetzt aber trotzdem zuerst den Fahrzeugersatz, damit wir das schon mal haben. Hier machen wir die anderen. Moment, den haben wir jetzt hier genommen. Dann nehmen wir hier den Benz. Zack, okay. Einstellen. Und hier das Ganze noch, Fahrzeugersatz. Da haben wir schon einen drin. Das passt. Jetzt brauche ich nur ein Straßenverkehrsdepot. Das haben wir mit Sicherheit irgendwo hier vorne. Da ist es doch. Straßenfahrzeuge kaufen. Güter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Linie zuweisen. Das wäre dann Lebensmittel Berlin. Hätten wir. Da hätte ich jetzt nicht zumachen müssen. Machen wir halt wieder auf. Straßenfahrzeug kaufen. Nehmen wir nochmal Kollege Benz. Okay. Gleich auch mal irgendwie 4-5 Mal. Okay, Linie zuweisen. Ein bisschen raus. Lebensmittel Klein-Lückhoff. Und jetzt haben wir noch einmal, wo wir verstärken müssen. Nehmen wir nochmal den hier. Okay, und das ist dann Lebensmittel Röderhof. Okay, dann hätten wir das gemacht. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem einen Zug hier? Der hier auch noch rumdüst. Was hat der hier geladen oder gelagert? 184. Okay, unterwegs ist er. Ne, das ist der falsche. Der bringt nur. Wo haben wir denn den Zug? Das ist der andere, der bringt. Der müsste hier vorne sein. Bist du das? Jawohl, das ist er hier, der Lebensmittelzug. Haben wir hier tatsächlich nur diesen einen Zug? Lebensmittel St. Annen wäre das. Lebensmittel. Ja, das ist tatsächlich nur dieser eine Zug. Den müssen wir ins Depot nehmen und den verstärken. Entweder machen einen zweiten Zug oder wir machen mit dem folgendes, dass der eine neue Lok kriegt, die ein bisschen schneller ist. Weil 50 km/h ist dann doch übersichtlich. Und eine andere Kapazität, sprich neue Wagen. Das würde, ich mache mal kurz Pause, heißen, wir brauchen ja noch ein Depot. Wir stellen da noch eins hin. Und zwar, wisst ihr was, Haltfallsbahnhof brauche ich nicht. Das hier hätte ich gerne. Und dann folgendermaßen, je nachdem was das Teil kostet, das werden wir gleich sehen. 40.000, das ist zu bezahlen, weil das sieht doch relativ cool aus, wenn das hier genau an den LKW-Port rangebaut wird. Nämlich so. Wie kommen wir jetzt mit dem Gleis da rein? Das werden wir auch gleich sehen. Ich schnapp mir mal ein Gleis. Hier raus und da rein. Oh, hier haben wir aber noch ein anderes Gleis. Wisst ihr was, das ziehen wir erstmal raus. Dann haben wir das. Und jetzt machen wir hier irgendwie, keine Ahnung, so eine Überfahrt hier rüber. Geht das? Das geht sogar. Ja, dann haben wir hier schon mal einen ersten Schritt gemacht in Richtung Gleisvorfeld. Das ist doch schon mal cool. So, die anderen Gleise machen wir später. Wir sind hier natürlich beileibe noch nicht fertig. Aber jetzt ging es primär darum, dass wir ihn hier, den Kollegen, ins Depot nehmen können. Jetzt müssen wir aber noch gucken. Der ist natürlich jetzt noch voll. Der muss im Prinzip reinfahren, abladen und dann muss er drehen, damit er ins Depot rein kann. Aber so viel Zeit haben wir. Uns rennt nichts davon. Das sage ich gerne immer wieder. Der Weg ist das Ziel. So. Okay. Dann laden wir ab. Dann freuen sich die Leute hier, wenn sie was zum Ampfen haben. Wisst ihr was? Ich mache mal kurz schneller. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir haben Zeit. Aber das dauert dann doch zu lange. Weil wenn dann die Elektroloks hier daherkommen, müssen wir da hinten wieder Züge austauschen. Und ich wollte eigentlich noch eine neue Strecke bauen. Denn Dresden hat gesagt, eine Strecke für so eine Stadt reicht nicht. Da brauchen wir Nachschub. So, kann ich dich drehen? Ich glaube ja. So, warte auf freie Wege. Halt, Moment, nochmal drehen. Kein Weg. Stehst du auf der Weiche? Wahrscheinlich ja. Okay, fahren wir noch ein Stückchen. So, jetzt müsste die Weiche, glaube ich, weg sein. Okay, Depot. Geht nicht. Warum kommst du da nicht rein? Da ist doch das Depot. Halt, Zug 6. Was haben wir jetzt? Ja, den hier halt.
Komisch, ich habe doch das Depot gebaut, bevor ich den angewiesen habe, dass er reinfahren sollte. Von daher müsst ihr das Depot eigentlich finden. Und warum wartest du jetzt auf freie Wege? Ach, weil du hier noch rein musst. Alles klar. So, ich drehe den gleich nochmal. Das muss doch irgendwie gehen, dass der da rüberfährt. Jetzt klappt's. Okay, dann war er tatsächlich immer noch auf der Weiche drauf. Gut. Los geht's. Das wäre dieses Depot hier. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. ICE auf großer Reise. Ab ins Depot rein. So. Okay, da hätten wir den Kollegen. Ja, sicher andere Wagen und sicher eine andere Lokomotive. Aber sicher kein Strom, sondern wir nehmen nochmal Dampf. Und nehmen hier aber irgendwas, was auch ein bisschen Power hat. Zum Beispiel das Teil. Was haben wir an Geld? Das müsste reichen. 100 km/h, das klingt doch gut. Okay, Kraft hat das Teil auch. KKSTB. Ja, nehmen wir. Gerne dazu, dankeschön. Dann können wir das Teil verkaufen. Das geht drauf. Die Wagen kommen weg. Wir nehmen andere. So, okay. Ah, da sind sie ja, die Elektroloks. Die habe ich gemeint. Genau. Sehr schön. Gut. welche Wagen nehmen wir? Irgendwelche, die auch Tempo haben. 120 würde hier eigentlich bei denen funktionieren. Nehmen wir die. Die haben eine Kapazität von 12. Das ist in Ordnung. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir kaufen gleich mal eine ganze Ladung. Ich habe zwar gesagt, dass der Zug im Prinzip später eben auch noch Öl etc. transportieren soll. Aber wenn wir so eine Nachfrage haben hier, dann machen wir aus dem tatsächlich einen reinen Lebensmittelzug. Wisst ihr was, da stellen wir sogar ein, damit da nichts durcheinander kommt. Und wir machen ja später sowieso noch einen Güterbahnhof, wo wir dann mit LKWs arbeiten. Von daher gibt das dann E-Züge, die gemischt sind. Okay, jetzt könnten wir hier aber natürlich nochmal ein bisschen zuschlagen. Wir machen mal 200 Meter draus. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Okay, aber 175 reicht eigentlich auch. Linie zuweisen. Lebensmittel St. Annen. Und dann wünsche ich dir gute Reise. Wir haben hier kein Signal. Deswegen müssen wir hier immer warten. Macht das Sinn, hier ein Signal hinzumachen? Nee, wenn dann ein zweiter Zug dazukommt, haben wir ein Problemchen. Dann muss er halt schnell warten. Auf der anderen Seite. Oh, wir haben die anderen Signale noch bekommen. Die elektrischen. Ach, jetzt haben wir das Geld nicht. Sonst hätte ich hier noch ein Signal gesetzt. Aber jetzt kommt er ja eh raus. Passt. Ah, auch sehr schön. Dampf, du macht und tut. Ah, was für eine schöne Lokomotive. Einmal mehr. Die kenne ich so, glaube ich, gar nicht. Oder habe ich die vergessen? Irgendwie, die müssten wir doch in der letzten Staffel auch schon gehabt haben. Aber die kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Aber schön ist sie. Keine Frage. Schön und schnell. Das ist eine relativ gute Kombination. Und lang ist der Zug auch. Und jetzt haben wir eine Kapazität von 156. Das ist doch bestens. Sollte es dazu kommen, dass die hier sozusagen zu viel Lebensmittel bekommen, dann werden wir einen Teil von den Lebensmitteln, also den Zug, nehmen und irgendwo hingehen und da den Rest noch abladen. Vielleicht nicht gerade in Oberböser, weil da wollen wir eben keine Lebensmittel, zumindest im Moment noch nicht. Das Städtchen soll noch nicht wachsen. Cool. 50 km/h haben wir. Ja, jetzt gibt er Stoff. Jetzt wird er schneller. Sauber. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal in Richtung Berlin. In Richtung Berlin-Dresden. Denn da wartet eine weitere neue Zuganschaffung auf uns. Wir müssen dieses Krokodil hier. Oh, guck mal, der ist eh gerade hier. Ah, jetzt, Moment, da muss ich schnell gucken. Wir müssen den ins Depot schicken, sobald das Geld bei ihm sozusagen auftaucht. Dann verlieren wir keine Passagiere. Er hält an. Oh, da haben wir kein Gleis. Pause. Wir brauchen erst ein Gleis. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Das geht natürlich nicht. Ah, schade. Wir brauchen hier eine Weiche. Oh, das geht sogar. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt im Pausenmodus dem sagen. Weil geklingelt hat. Also abgeladen. Ja, wobei es nochmal abladen. Aber es zählt der Moment, wo es geklingelt hat. Können wir den jetzt ins Depot schicken. So, dann macht er das nämlich auch. Da könnte man mit den Wagen dann auch gleich noch gucken, wie wir das machen. Ob wir da auch noch ein bisschen mehr dazu tun. Weil Nachfrage werden wir mit Sicherheit haben. Eben, das ist die Strecke Berlin-Dresden. Das sind Städte, die wir im Fokus haben. Entsprechend werden die wachsen. Entsprechend dem werden oder wird da Nachfrage entstehen. Bist du schon drin? Nö. Jetzt. Gut, du kommst mal weg. Du warst sehr teuer. Das heißt, wir werden
Aber wir haben hier wieder einiges an Geld bekommen. Die Wagen würde ich mal lassen. Es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir hier eine Elektrolok installieren. Die ohne Textur, das sind welche? Die hier, die C46 und die hier. Okay, das würde heißen, hier runter können wir im Prinzip kaufen. Warum nicht die hier? 100 km/h. Ja, sieht doch perfekt aus. Nehmen wir gleich mal, passt ja auch gut dazu. Und jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Wagen dazu nehmen. Aber eben nicht die modernen, sondern dann natürlich nochmal so ein Pullman-Teil. Das wäre der hier. 700.000, das können wir uns leisten. Dann haben wir 189 Meter, viel länger geht nicht bei der Länge der Bahnhöfe. Zack, sehr schön. Haben wir auch. Werden wir jetzt aber auch nicht mitfahren, weil die Strecke kennen wir, aber wir werden uns natürlich den Zug noch ansehen. Das ist immerhin der erste Elektrozug hier auf unserer Anlage. Hallöchen, herzlich willkommen. Es freut mich, dass wir dich auf der Anlage haben. Was mich noch mehr freut, ist, dass du eine Textur hast. So, sehr schönes Teil. Cool, hier mit den Stromabnehmern. Nett. Und halt die Pullmanwagen dazu, auch nett. Jetzt gleich mal gucken, haben wir hier noch Leute? Ja, 21. Und hier haben wir eine Kapazität von 126. Okay, das ist also, würde ich mal sagen, auch für die Zukunft gebaut, das Ganze. Aber wie schön das wieder aussieht. Es ist halt schon, wenn man irgendwie in der alten Zeit anfängt, es sieht einfach schon auch klasse aus mit diesen alten Zügen und den alten Gebäuden. Sehr, sehr nett. Da oben der Güterverkehr, der sich da lang kämpft. Sehr cool. Gleich nochmal gucken, wie er rausdüst. Wir haben ja keine Eile. Uns rennt nichts davon, sage ich gerne immer wieder. Schön. Hat halt, ich muss es schon wieder sagen, es hat halt gleich wieder extrem viel von Modelleisenbahn. Ich weiß gar nicht warum. Liegt das an der Lokomotive? Kann sein. Es liegt vielleicht auch an den Frames, weil jetzt haben wir hier bis zum Anschlag 60 Frames. Das hatten wir natürlich in der letzten Staffel dann gegen Ende hin auch nicht mehr. Da gingen die Frames auch deutlich runter, weil wir so viele Züge hatten. Ah, wie schön das ist. Es ist einfach nach 3 Jahren oder 4 Jahren mit Trainfieber zusammen einfach immer wieder nur schön, wenn so ein Zug rausfährt. Es stand noch in den Kommentaren, ich soll doch die Schneemod installieren bzw. aktivieren. Die haben wir natürlich am Start, aber mir ist es noch zu früh. Wir kommen jetzt in der Realzeit sozusagen, gerade aus dem Sommer raus. Ich möchte noch ein bisschen warten, aber es ist ganz klar, dass wir hier früher oder später wieder mit Schnee spielen werden. Da muss einfach das Wetter draußen ein bisschen dazu passen, finde ich. So, was für ein schöner Zug. Ich kriege mich fast nicht mehr ein. Mir gefällt der extrem gut. Mit der Lokomotive passt es halt auch. Ich fand jetzt eben diese Güterlokomotive, wenn das eine Güterzuglokomotive ist, dieses Krokodil, fand ich das einmal nicht so passend. Ich finde sogar hier passen die Wagen perfekt dazu. Okay, gut. Neue Strecke. Dresden möchte gerne noch ein bisschen weiter düsen. Wir könnten ja sogar diesen Zug eigentlich nehmen. Das wird mit dem noch. Warum nicht zum Beispiel nach St. Annen düsen? Wo haben wir denn hier den normalen Bahnhof? Hier drinne. Haben wir hier schon alles belegt? Oh, tatsächlich. Okay, da müssten wir eine Mehrfachbelegung haben. Da haben wir gerade erst angefangen. Jetzt haben die hier im Prinzip schon den Bahnhof voll. Oder wir machen hier halt einen zweiten Bahnhof hin. Weil das war auch ein Vorschlag aus der Community, dass ich den stehen lasse. Weil er einfach wirklich cool aussieht hier mitten in der Stadt drin. Und irgendwo außen dann nochmal einen größeren hinstelle. Wir haben hier aber auch ordentlich Leute. Heiliges bisschen. Eieiei. Okay, müssen wir hier nochmal eine Linie verstärken? Ich wollte eigentlich gerade eine neue Strecke bauen. 3 Züge haben wir hier. Der wartet auf freie Wege. Okay. Müssen wir hier auch die Lokomotiven vielleicht erneuern? Wie schnell seid ihr denn? 60 km/h. Das hat schon nicht die Welt. Ja, jetzt kommen wir tatsächlich schon in den Bereich, wo die Lokomotiven eigentlich ja, zu langsam sind. Kapazität hätte der. Der auch. Der eher weniger. Aber man sieht, ja, wenn sie natürlich überall die Leute stapeln, dann wird das schwierig. Der fährt nach Berlin, Berlin, Berlin. Der nach Klein-Lückow oder Lückow. Wir haben aber keinen, der nach St. Annen unterwegs ist. Das heißt, die müssen hier noch mehr Geduld haben. Wie machen wir das? Mit 3 Millionen. Nochmal einen weiteren Zug raufsetzen oder wie lang bist du denn? 180, da können wir nicht viel machen. 186 und der ist 112. Wisst ihr was? Wir geben dem hier, würde ich sagen, eine neue Lokomotive. Wir
stürzen uns dann nochmal in Unkosten und wir geben dem noch ein paar zusätzliche Wagen. Wenn der jetzt hier zurückfährt, der hat hier kein Depot, jetzt müssen wir halt im Prinzip das gleiche nochmal kurz machen. Früher oder später wird eh jede Stadt wieder ein Depot haben. Ihr kennt mich ja. Ich bin ein kleiner Depot-Liebhaber. Wohin mit dem Depot? Hier könnte man natürlich sogar was Breiteres hinstellen. Ein Ringlokschuppen. Der würde hier auch hinpassen. Aber ich würde jetzt für den Anfang hier einfach mal ein Depot hinmachen. Nochmal einmal drehen. Es hat wieder ein zusätzliches Gebäude. Und ich finde, das sieht einfach immer wieder relativ nett aus. Kommen wir da ins Gleis rein? Das ist dann die andere Frage. Wenn ich dich so drehe und hier hinmache, dann hätten wir hier ein bisschen Bahnhofsgebiet. Gefällt mir eigentlich fast besser. Machen wir mal. So, Gleis. Hier rein. Und das funktioniert sogar. Das ist ja wunderbar. Hier rüber auch. Ja, auch. Aber dann machen wir das. Genau, machen wir es so. Nehmen dich noch mit. Und dann müsstest du irgendwie hier reinkommen. Oder so zum Beispiel. Das ist doch eigentlich auch nett. Machen wir doch gleich mal noch ein Signal hin. Halt, nein, mit den elektrischen möchte ich noch ein Momentchen warten. So, passt. Und jetzt hast du schon geladen, wenn du rausfährst. Jawohl, du hast schon geladen. Naja, wir haben ja ein bisschen Geld, haben wir. Wir werden die jetzt hier, ja, ich weiß auch nicht, in Urlaub schicken, die Leute, die da drin sitzen, weil die werden nämlich einfach verschwinden. Zack, sind sie weg. Okay, ist ein bisschen verschenktes Geld. Ist ganz klar. Aber wenn wir hier halt nochmal einen Zug ersetzen wollen, dann kommen wir da nicht dran vorbei. So, wir könnten hier natürlich auch die Wagen noch wechseln. Ich würde das glatt machen, weil wir müssen hier gucken, dass wir wirklich Kapazität und Tempo ein bisschen reinkriegen in diese Linie. Dann verkaufen wir im Prinzip mal den ganzen. Ja, machen wir. So, okay. Dann gibt das neu. Gerne wieder mit Dampf. Irgendwas mit ein bisschen Zug. 120, wow, das ist dann doch relativ schnell. 4 Millionen, das wäre ungefähr das, was wir haben. Sogar ziemlich genau, dann können wir die Wagen nicht kaufen. Wir müssen ein bisschen kostengünstiger arbeiten. Irgendwie sowas in der Richtung, 90 km/h. Ja, ich hätte 100, hätte ich halt schon gerne. Da, die zum Beispiel, die 442 Atlantic, die haben wir glaube ich aber eh schon. Die haben wir glaube ich noch nicht. A35, 100 km/h, 2,47, okay, gekauft. Wagen, nicht diese modernen. Wir haben 1927. Ich möchte tatsächlich noch nicht diese Wagen nutzen. Ich finde, das sieht komisch aus. Wir könnten... Haben wir jetzt nicht irgendwie noch von der SBB welche bekommen? Welche waren die denn? Moment, ich muss noch mal kurz rauf. Na, vielleicht sind sie hier dazwischen gelandet. Das kann natürlich sein. Nee, doch nicht. Nee, die waren grün, das weiß ich. Hier ist irgendwie nichts wirklich so, wie ich dachte, dass die aussehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. Also, wir haben 100 km/h. Wir machen jetzt kein Drama draus. 180 bei 19 Passagieren. Die kosten aber auch 1,45 Millionen, die Teile. Die würden natürlich schon passen und die hätten Kapazität. Die sind ein bisschen günstiger. Ja, sonst sehen wir halt nochmal die. Die Gefahr ist halt, dass wir dann immer diese Pullman-Wagen haben. Aber der hier, der wird wieder bremsen. Nein, wir nehmen dich. Und jetzt muss ich natürlich hier nochmal gucken. Wir können uns nochmal 4,5 leihen. Dann machen wir das. Ja, nochmal leihen. Dankeschön. Und dann haben wir 191 Meter, dann passt das. So, rauszoomen. Und dann haben wir der Strecke mit Sicherheit einen Dienst erwiesen. Weil, ja, da haben wir jetzt eine andere Kapazität und ein anderes Tempo. Jetzt wird der Zug natürlich ab und an wahrscheinlich mal gebremst von seinen Kollegen, die ein bisschen langsamer sind. Das ist aber, denke ich, auch kein Drama. Damit werden wir leben können. Grundsätzlich ist der schneller und mit einer Kapazität von 126 sind wir hier doch eigentlich auch ordentlich unterwegs. Hier warten 74. Das heißt, er wird auch schon wieder ein paar Jungs mitnehmen können. Gut, dann haben wir das soweit gemacht. Jetzt möchte ich noch kurz gucken wegen Dresden. Von wegen, wo gehen wir hin? Wir könnten von Dresden eben nach St. Ann oder da hinten hätten wir ein Städtchen. Ich würde aber ganz gerne, ja, das Ganze ein bisschen ausweiten. Nicht, dass wir jetzt wieder zurück in den Klüngel gehen, sondern dass wir jetzt... Oh, guck mal, was hier hinten ist. Hamburg. Ja, dann würde ich sagen, okay, das ist eine längere Strecke, ganz klar. Aber warum nicht den Zug nachher von Berlin kommend über Dresden
nach Hamburg leiten. Das wäre doch sehr, sehr nett. Wisst ihr was? Und das machen wir auch. Ich nehme mein Gleis, damit ich das nicht vergesse. Und sagen wir schon mal Hochgeschwindigkeit. Wir nehmen schon mal Hochgeschwindigkeit. Dann haben wir das für später, weil das gibt hundertprozentig eine Hochgeschwindigkeit. Jetzt kommen die Hechtwagen. Die habe ich gemeint. Ich dachte, die hätten wir schon. Naja, egal. Die nehmen wir dann für den nächsten Zug. Neue Straßenbahn haben wir auch noch. Gut. Wenn wir mit dem Zug hier rein wollen, dann wollen wir hier hinten mit dem wieder raus. In die Richtung. Und das wird natürlich früher oder später zu einer Brücke führen. Irgendwo in diesem Bereich. Da möchte ich aber relativ gerade rüber. Deswegen ist vielleicht die Frage, ob wir nicht hier schon über den Fluss gehen. Der ist auch nicht ganz so breit. Und dann eine Kurve machen und hier den Fluss entlang nach Hamburg düsen. Ich würde das wahrscheinlich glatt so machen. Das heißt, wir bauen das mal. Hui, 400.000 kostet das. Kriegen wir das auch noch günstiger? 300. Damit Tunnel hätten wir auch 300. Ja, ich glaube, damit müssen wir leben, dass das einmal was kostet, weil hier ist ein Hügel. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber dann investieren wir das doch schon mal. Machen wir mal bis hier hin. Zack, dann wissen wir, was wir wollten. Und ja, guck mal, kein Wunder, dass das so viel kostet. Da ist man ja fast unter der Erde. Okay, gut. Ein Tunnel habe ich jetzt aus, ja, mit Absicht nicht gebaut. Ich möchte nicht hier einen Tunnel haben in Dresden, weil das ist mir zu flach. Wenn jetzt hier ein höherer Berg wäre, dann gerne, aber so möchte ich lieber so raus, weil wir kriegen das natürlich alles runter, wenn wir dann die weiteren Gleise hier mitnehmen. Gut, liebe Freunde, den Streckenbau nach Hamburg, den gibt es dann morgen in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt haben wir halt primär die Linien verstärkt, aber das muss man natürlich auch ab und zu machen. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut, tschüss.